Willkommen zu Auf ein Wort vom Regal on Tour, und zwar hier aus Lissabon vom Eurobest Festival. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass Jean-Remy von Matt mit Fors iPhone gekommen ist. Und meine erste Frage an dich ist gleich, warum du eigentlich hier Jurypräsident bist. Alle hatten ja den Eindruck, ihr wolltet jetzt mal pausieren, euch so ein bisschen von den Awards zurückziehen. Offenkundig ist das nicht so. Ja, das ist richtig. Wir möchten ein ehrgeiziges Projekt finanzieren und haben dafür beschlossen, uns bei den Awards einzuschränken. Das ist aber keine Absage an die Awards an sich, sondern wir finden Awards nach wie vor wichtig und auch spannend. Und offensichtlich hat das Festival jetzt nicht negativ beeindruckt. Übrigens auch den Art Directors Club nicht, sondern auch der Art Directors Club hat das eher als Chance gesehen und hat mehr angeboten, Jurypräsident zu werden, im Sinne von so einen neutralen Jurychef hatten wir noch nie. Fand ich sehr souverän, habe mich auch sehr gefreut. Bin gespannt, ob du auf meine Frage antwortest. Wie viel gebt ihr denn im Jahr für die Award-Geschichten aus? Also eine Riesenmenge, das ist ja eigentlich kein Riesengeheimnis auch. Es geht in einen siebenstelligen Bereich rein. Man kann sich das einigermaßen selber ausrechnen, aber es ist schon verdammt viel über die Gruppe. Nun ist das hier harte Arbeit, wie ich selbst festgestellt habe, in so einer Jury zu sein. Ihr habt als Agentur alles gewonnen, was man gewinnen kann. Ihr seid mehr als 1000 Leute. Das ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Warum machst du das immer noch? Warum bist du nicht auf Mauritius in der Toskana oder irgendwo anders und töpferst womöglich? Also zunächst zu der einzigen Erfolgsgeschichte. Von sehr weit außen ist es eine einzige Erfolgsgeschichte. Wenn man ein bisschen näher dran ist oder wenn man täglich drin ist, erlebt man natürlich täglich Pleiten, Pech und Pannen. Also so viel Erfolg spüre ich jetzt nicht ständig. Aber zu der Mauritius-Frage, also was mich weiter antreibt und ist... im Grunde genommen das Gleiche wie Björn Borg, der, nachdem er 7-mal Wimbledon gewonnen hat, wurde er gefragt, Mensch, Björn, täglich das Training und dieser Wahnsinnsaufwand, die ganzen Touren immer, warum tust du dir das an? Du hast doch alles gewonnen, was treibt dich denn noch an? Und er sagt, ja, die tierische Lust der Zuschauer, mich endlich verlieren zu sehen. Und so geht es mir auch ein bisschen, also diese... dass ständig wieder mal auftaucht, dass wir den Zenit überschritten haben oder ich ihn schon längst überschritten habe oder dass ständig über mich gesagt wird, Mensch, kann der überhaupt noch? Und dann gibt es wieder, also jeden Monat gibt es irgendwie Spekulationen um irgendwelche Nachfolger. Ehrlich gesagt, das treibt mich am meisten an. Da denke ich, Mensch, nee, so schnell geht das nicht. Ich bin prima motiviert und keine Sorge. Ist das nicht so eine gewisse Last, dass gerade die Jüngeren, und das ist ja auch so ein bisschen spürbar hier in Lissabon, eine enorme Ehrfurcht haben vor dir und einen enormen Respekt und deshalb vielleicht auch lieber so ein bisschen Distanz wahren? Ist das okay so oder ist das etwas, was für dich ja eine Last ist? Von mir Ehrfurcht? Ja, vor dir. Echt? Du bist eine lebende Legende. Ich meine, nun streite das nicht, aber ich sage das mal. Das wieder. ist für mich jetzt nicht spürbar. Also weder hier hatte ich irgendwie den Eindruck, sondern also jeder begegnet mir nett und respektvoll, wie ich den anderen auch. Und in der Firma habe ich auch nicht den Eindruck, dass man mir jetzt super respektvoll begegnet, sondern also ich fühle mich da oft ganz normal wie ein Teammitglied, was eben auch kritisiert wird und sonst was. Also nee, die Angst habe ich nicht. Du bist mal zitiert worden mit dem Satz, die Blogs seien die Klowände des Internets. Nun geht es hier in Lissabon beim Eurobest Festival ganz, ganz stark um Social Media. Tut dir dieser Ausspruch heute leid? Auf keinen Fall, sondern ich stehe nach wie vor zu dem Satz, der allerdings ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Es ging mir um die Kommentarfunktion in Blogs und um die ganzen Foren, wo also jeder im Schutze der Anonymität irgendwie seine Meinung breittreten kann und eben auch Leute dissen kann und so weiter. Das erinnert einen wirklich sehr oft an Klobesuche. An dem Satz tut mir nur leid, dass er
so interpretiert wurde, als würde unsere Firma oder auch ich das Internet ablehnen und würden am liebsten die Zeit zurückdrehen. Ich finde, das ist eh ein Fehlschluss, weil wenn man etwas sehr kritisch bewertet und sich mit einer Sache etwas tiefer auseinandersetzt, heißt es ja keineswegs, dass man sie ablehnt, sondern im Gegenteil, dass man eine besondere Passion dafür empfindet. Und ich bleibe weiterhin internetkritisch, beziehungsweise werden wir weiterhin die Freiheit rausnehmen, Fehlentwicklungen im Netz und so weiter anzuprangern. Also ich bereue nichts.